Nachdem vor einiger Zeit die Identität von Rom aufgedeckt wurde, geht es heute um die Identität von Asaka. Wer ist Asaka? Meiner Meinung nach mit dem, meiner Meinung nach, auch wichtigsten und besten Hinweis, wie immer für euch, nach dem Intro. Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich in diesem Video meinen absoluten Tipp abgeben, um wen es sich bei Asaka handelt. Ich habe schon in einigen anderen Videos darüber gesprochen und meinen Tipp abgegeben, aber jetzt gibt es meiner Meinung nach einen entscheidenden und wichtigen, meiner Meinung nach auch den wichtigsten Hinweis, der Asaka ein für alle Mal überführt hat. Was ist Asaka? Wer ist Asaka? Ich gehe nochmal ganz kurz auf den Koji Haneda Fall ein, der vor 17 Jahren stattgefunden hat. Es war ein ereignisreicher Tag auf amerikanischem Boden im Zuge einer Shogi-Meisterschaft. Shogi-Spieler Koji Haneda war vor Ort, genauso wie eine reiche Amerikanerin, nämlich Amanda Hughes, die gute Kontakte zu geheimen Organisationen wie zum Beispiel CIA und dem FBI hatte. Beide haben sich kennengelernt, beide schienen miteinander zu sprechen und dort ist es passiert, ein Doppelmord hat sich ereignet. Amanda Hughes wurde umgebracht und auch Koji Haneda. Koji Haneda hatte vermeintlich eigentlich gar nichts mit der Situation zu tun, wurde dennoch umgebracht. Und wir wissen, dass der Name von Koji Haneda auf der Apoptoxin-Opferliste steht. Das heißt also, dass die schwarze Organisation zu 100% dafür verantwortlich ist. Und der Tod von Koji Haneda von vor 17 Jahren hat damals eine Lawine ins Rollen gebracht. Unter anderem hat der Vater von Koji Haneda seinen sehr, sehr guten Freund Tsutomu Akai, der Vater von Shukichi Masumi und natürlich auch von Chuichi, darauf angesetzt, diesen Mord zu untersuchen. Und seitdem gilt auch Tsutomu Akai als vermisst. Weder als tot noch als lebendig, er gilt einfach als vermisst, ja. Die Lawine wurde ins Rollen gebracht und wir wissen auch, dass Rum seine Finger im Spiel hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Amanda Hughes ist tot, Koji Haneda ist tot, aber Asaka war ja der Bodyguard von Amanda Hughes und da fragt man sich, der Bodyguard hätte doch eigentlich verteidigen müssen, warum fehlt von Asaka jede Spur? Und weil Asaka verschwunden ist, wir wissen nicht, welches Geschlecht Asaka hat, gilt eben dieser als Hauptverantwortlicher für diesen Mord. Was wir also wissen ist, dass Asaka am Tatort war, dass Rum seine Finger im Spiel hatte und dass Asaka verschwunden ist. Ja, natürlich, wenn man den Fall sich nicht genauer anguckt, kann man natürlich davon ausgehen, dass Asaka dafür verantwortlich war. Aber Moment mal, wer ist denn Asaka? Wir haben uns vor kurzer Zeit die Frage gestellt, es gab drei neue Protagonisten, die eingeführt wurden, unter anderem Hiroe Koroda, Kaninori Wakita und Rumi Wakasa, die alle eine Verletzung am Auge haben. Ja, und dann wurde natürlich gefragt, wer ist denn Rum? Wir wissen ja, Rum hatte auch eine Verletzung im Auge. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es ist im Endeffekt so herausgekommen, dass es sich bei Rum um Kaninori Wakita hat. Das heißt also, es gibt noch zwei weitere Protagonisten, deren wahre Identität wirklich noch unbekannt sind, unter anderem Rumi Wakasa und Hiroe Koroda. Bei Hiroe Koroda habe ich ja gesagt, dass es sich meiner Meinung nach um Tsutomu Akai handelt und bei Asaka, jetzt kommt's, handelt es sich meiner Meinung nach um Rumi Wakasa. Warum? Weshalb? Wieso? An der Stelle möchte ich euch meine zwei Top-Argumente und Hinweise anführen, warum ich glaube, dass es sich bei Rumi Wakasa um Asaka handelt. Erstmal müssen wir natürlich herausfinden, war Rumi Wakasa denn damals am Tatort? Und es gibt eine gewisse Korrelation zwischen Rumi Wakasa, Kaninori Wakita und Hiroe Koroda, denn sie scheinen sich alle drei zu kennen. Das haben wir in mehreren Fällen gesehen, unter anderem in dem Fall, in dem Rumi Wakasa das Stück aufgeführt hat, einen Täter überwältigt hat im Hotel, das ganze publik wurde. Da haben wir Impressionen gehabt von Kaninori Wakita und Hiroe Koroda. Des Weiteren haben wir einen Campingausflug, wo Hiroe Koroda nachgereist ist. Rumi Wakasa hat auf die Detective Boys aufgepasst und beide haben sich anscheinend gekannt. Der Blickkontakt war definitiv mehr als einmal da. Und natürlich dann auch bei dem neuesten Fall von Rumi Wakasa, ein sehr, sehr schöner Fall übrigens. Dort hatten wir nämlich auch eine Situation, dass Aihaibara herausgefunden hat, dass auch Akemi auf der Schule war. Kaninori Wakita wurde bestellt, ja, man hat nämlich Essen bestellt und er hat das Essen ausgeliefert und dort sehen wir nämlich auch, dass Rumi Wakasa Kaninori Wakita zu kennen scheint. Damit ist also bewiesen, dass sich alle drei Protagonisten kennen.
Jetzt ist für uns natürlich wichtig, durch welche Situation haben sie sich vielleicht mal zufälligerweise alle gleichzeitig im Supermarkt gesehen? Nein, wenn man sich diese Blicke anschaut und deutet, und dann weiß man einfach, dass da mehr hintersteckt. Und der einzige Moment in Detective Conan, der festgehalten ist für uns Zuschauer, ist der Kojaneda-Fall von vor 17 Jahren, wo alle involviert waren. Natürlich bestätigt sind an der Stelle nur Rumi Wakasa. Warum bestätigt? Wir wissen nämlich durch die Episode 1011 im Anime, wer das Ganze im Kapitel nachschlagen will, beziehungsweise im Band 97, Kapitel 1032 bis 1034, denn dort liegt der Geruch vom Blut in der Luft. Ich habe dazu auch eine Review gemacht, das ist unter anderem gerade die neueste Anime-Episode. Dort kriegt sie einen Flashback und der Flashback zeigt sie, wie sie Kojaneda vor ihrem geistigen Auge hat, wie Kojaneda mit ihr oder einer anderen Person am Tatort spricht, ja. Und es scheint auch hier so, dass sie quasi ein traumatisches Erlebnis dort erfahren hat. Ja, dann hat sie so eine Art Phantomschmerz fest quasi an ihr rechtes Auge, was verletzt zu scheinen sein. Das heißt also, Rumi Wakasa war hiermit zu 100% am Tatort. Wir wissen natürlich auch, dass Rum am Tatort war und wir wissen auch, dass Kaninori Wakita in Wirklichkeit Rum ist. Die einzige unbestätigte Konstante zwischen Hiyori Kuroda und Tsutomu Arkai, weil ich ja davon ausgehe, dass Hiyori Kuroda Tsutomu ist, es aber noch nicht bestätigt ist, ist, dass wir wissen, dass, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, der Vater von Kojaneda Tsutomu Arkai angesetzt hat. Das heißt, Tsutomu Arkai war auch am Tatort. Und weil er vermisst wird, das heißt, weder lebendig noch als tot abgestempelt werden kann, ist die einzige Person, die das Klischee bzw. das Muster auch erfüllen würde, meiner Meinung nach Hiyori Kuroda. Also ist das die einzige Situation, wo sich alle drei gegenüber standen bzw. kennengelernt haben. Und jetzt kommen wir zum zweiten, zum neuesten Argument, wenn man sich zumindest die Referenz anschaut. Denn dazu müssen wir mal kurz in die Vergangenheit gehen. Was ist denn damals passiert? Wo ist denn Rum, ich sag mal, aufgeploppt? Was war denn so extrem wichtig damals an Rum? Was ist dort passiert? Wir müssen dazu in die Anime-Episode 861, 862 gehen, bei 8990, Kapitel 948 bis 950. Denn dort gab es einen Fall und man hat im Internet herausgefunden, Moment mal, irgendwie ist etwas Ähnliches passiert, vor 17 Jahren der Koji Haneda-Fall. Und dort wurde nämlich über Asaka gesprochen und dort gibt es eine Referenz an Asaka, ein Bild. Und zwar sieht man hier die Pose. Man sieht Asaka, wie Asaka, ich sag mal, seine Hand irgendwo reinhält. Ja, in eine Scheibe, dass es ein Foto ist. Man wusste aber nie, ist jetzt Asaka männlich oder weiblich. Aber das ist die Pose, so wird uns Asaka vorgestellt. Das ist die erste Assoziation, die erste bildliche Vorstellung, wenn wir uns an Asaka erinnern. Eine Person, gut gekleidet, und wir sehen nicht das Gesicht der Person, wir sehen halt nur einen Körper, eine Statur, wo wirklich nicht klar erkennbar ist, ist es ein Mädchen, ist es ein Mann, ist es vielleicht divers, und die Hand vorhält. Ja, wir sehen quasi nur die Hand, wie die irgendwo aufgelehnt wird. Und jetzt gehen wir nämlich in einen sehr, sehr aktuellen Fall, nämlich gehen wir in das Kapitel 1072. Das Kapitel, wo Ai Haibara herausgefunden hat, dass ihre Schwester Akemi ebenfalls auf der Schule war. Und kurz vorm Ende des Falls, als Kaninori Wakita angekommen ist, um Essen zu liefern, sehen wir, wie Rumi Wakasa an der Scheibe steht und die Hand auf die Scheibe lehnt. Und meine lieben Leute, wenn ihr euch diese beiden Bilder anschaut, ich werde euch diese gegenüberstellen, werdet ihr erkennen, dass diese Pose 1:1 nachgebildet ist. Jetzt beginnt natürlich das gespaltene Lager am Lagerfeuer, ja, mit der Grenze. Die einen sagen, Moment mal, das ist doch Zufall. Die anderen sagen, das ist zu weit hergeholt. Oder, aber natürlich auch, Moment mal, genau, das ist die Sache, auf die wir gewartet haben. Und meiner Meinung nach gibt es in Detective Conan keine Zufälle. Die Pose ist 1:1 nachempfunden und ich glaube nicht, dass das Ganze auf Zufall oder auf Glück basiert, denn ich habe euch meine zwei Top-Argumente angeführt und wenn ich mein erstes Argument nehme, was immer meine Ausgangslage war, dafür zu argumentieren, dass es sich bei Rumi Wakasa in Wirklichkeit am Asaka handelt oder halt andersrum, dann ist das, dass der Tropfen quasi, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wisst ihr, was ich meine? Das sind zwei Totschlagargumente. Das ist für mich die Pose, auf die ich gewartet habe, dieses Ereignis, was damals im Endeffekt passiert ist. Also dieses Anagramm, Kaninori Wakita, Time is Money, Rum und dann so weiter und so fort. Das
ist meiner Meinung nach das Äquivalent zu dem, was Rumi Wakasa hier mit ihrer Handpose gemacht hat. Schreibt mir mal eure Gedanken, eure Meinung in den Kommentarbereich. Würde mich wahnsinnig darüber freuen, um hier vielleicht nochmal ein Resümee zu ziehen. Es geht hier hauptsächlich um Rumi Wakasa und ich glaube, dass Rumi Wakasa Asaka ist. Ob Rumi Wakasa ein Mitglied der schwarzen Organisation ist, ob Rumi Wakasa jemanden getötet hat oder nicht in dieser Situation, das lasse ich in diesem Video komplett außen vor. Was ich jedoch noch aber zusätzlich sagen will, ist, dass Hiroe Kuroda meiner Meinung nach zu Tomo ist, wie ich auch angeführt habe. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.